Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Heute ein kleiner Haul und zwar habe ich bei Cambry bestellt. Ich werde euch die Internetadresse einfach mal in die Infobox setzen. Ja, vielleicht vorweg, ich wollte eigentlich bei Cosmetic for Less bestellen. Ich hatte vor, die Monaco-Palette von Sleek zu bestellen und eben die BH Cosmetics-Palette, wie heißt die, Galaxy Chic. Und ich hatte eigentlich bei Cosmetic for Less bestellt. Ja, das hat dann irgendwie nicht so hingehauen. Ich hatte eigentlich schon gezahlt und das war alles schon erledigt. Dann hieß es, die Monaco-Palette ist ausverkauft, was ich denn jetzt machen möchte, ob ich den Preis erstattet haben möchte für die Palette und mir was an oder mir was anderes aussuchen möchte. Sag ich, ja, ich möchte den Preis erstattet haben. Dann haben die aber meine komplette Bestellung gecancelt. Ja, dann stand ich da und musste alles nochmal neu bestellen. Ich habe mich dann dazu entschlossen, einfach mal bei Cambry zu gucken und Cambry hat eben auch die Monaco-Palette gehabt. Und eigentlich wollte ich nur die Monaco-Palette kaufen. Ja, zu dem Zeitpunkt habe ich noch gedacht, ich kriege die BH Cosmetics-Palette. Darum habe ich die jetzt noch nicht. Aber ich bestelle sie vielleicht doch noch. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe die Palette bestellt und noch etwas anderes. Beides von Sleek. Und dann habe ich heute diese kleine Tüte in meiner Post gehabt. Natürlich noch in einem Päckchen. Ist eben hier von Sleek. Und ja, ich fand das irgendwie total süß. Und da sind eben jetzt die zwei Produkte drin, die ich bestellt habe. So, wie gesagt, habe ich mir zum einen die Monaco-Palette bestellt. Die Monaco-Palette sieht erstmal so aus. Das ist die Mediterranean Collection. Ich mache das mal auf. Und das ist eben jetzt die Palette. Die sieht hinten so aus. Hier steht eben Monaco. Und ich mache sie jetzt mal auf. Sie ist so schön. Ich habe sie bei der Lisa gesehen. Und hatte mich da auch mit geschminkt. Ich mache jetzt mal den Zettel raus mit den Namen. Und sie ist so schön. Und diesen Applikator auch, weil der nervt mich und ich benutze den sowieso nicht. So. Das ist die Palette. Sie ist unglaublich schön, oder? Ich hole euch jetzt mal nach unten, damit ihr das alles besser sehen könnt. So, das ist die Palette. Ich finde die Farben toll. Manche sind matt, manche sind nicht matt. Ich werde sie euch jetzt erstmal swatchen und dann schauen wir uns zusammen die Farben noch genauer an. Vielleicht sage ich euch den Namen einfach dann noch dazu, weil ich finde das auch immer ganz schön, die Namen zu hören. So, und dann beginnen wir mal. Das hier oben ist Magenta Madness. Man möchte gar nicht reintatschen, ne? Darunter haben wir Mousse Treasure. Dann haben wir Washed as Asshole. Washed ashore. Entschuldigung. Washed ashore. Meine Güte. Und darunter haben wir Hummingbird. Es sind diese drei, vier Töne. Weiter geht's mit Sunset. Darunter ist Lotus Flower. Daneben Kiwi Zest. Der ist so unfassbar schön, dieser Ton. Und darüber ist Midnight Garden. Uiuiui. Gucken wir mal. So, und dann kommen wir zu den letzten vier Tönen. Da rutsche ich die Palette erstmal ein bisschen hoch. Aquamarin, dann Sandwalker, daneben Summer Breeze und darüber Bamboo. Ja, das waren die Farben. Wie ihr vielleicht gesehen habt, hoffentlich gesehen habt, sind sehr viele matt. Ich glaube, die einzigen, ja, vier oder vielleicht fünf, die schimmernd sind, sind Hummingbird, Lotus Flower, Kiwi Zest und Sunset und eventuell auch Washed Ashore. Da bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher. So, die haben wie alle Sleek-Paletten dieses Namensding. Ich mache es jetzt mal wieder zu. Und das ist die Monaco-Palette, die einfach so unfassbar schön ist. Und ja, deswegen hatte ich eigentlich ursprünglich bestellt. So, und dann war ich unterwegs auf der Seite und habe diese Produkte entdeckt, die Glow-Produkte. Und wer mir schon länger folgt, weiß, dass ich unglaublich auf Highlighter und Glow stehe. Und davon gibt es drei verschiedene Töne. Ich habe Peach Shimmer,
kommen in so einer Verpackung, habe eben hinten nochmal die Produktbezeichnung drauf und dann, Momentito, sehen sie so aus. Ja, also die haben mich unfassbar an die Bobbi Brown Shimmer Bricks erinnert. Und ja, ich finde es einfach schön. So, ich bin jetzt im Überlegen, ob ich einmal versuche, alle 5 Farben einzeln zu swatchen. Das kann ich, glaube ich, nicht vor der Kamera, weil da muss ich präzise nah rangehen. Ich mache das mal eben. So, um euch die Farben besser zu zeigen, solltet ihr jetzt eben 2 Fotos gesehen haben, wie ich die eben jeweils einzeln geswatcht habe. Und jetzt versuchen wir mal, das Ganze zu swatchen. Da werde ich jetzt einfach mal hier so mit dem Finger rein swirlen. Und ja, man sieht in dem Licht mal wieder gar nichts. Darum werde ich euch das jetzt einfach mal eben im Licht noch fotografieren gehen. Oh, und davon solltet ihr jetzt auch noch ein Foto gesehen haben. Ich zeige euch das nochmal. Und packe das jetzt aber auch erstmal wieder weg. Ja, das war meine Bestellung von Cambry und ich bin super zufrieden. Also diese beiden Sachen sind so schön. Ich zeige sie euch nochmal. Die Lidschattenpaletten von Sleek kosten 9,99 oder 95, wenn ich mich jetzt nicht total irre. Ich schreibe euch sonst nochmal in die Infobox oder irgendwo ins Bild, ich weiß noch nicht genau. Und diese Glow-Dinger von Sleek kosten 7,99 oder 95, also knapp 8 Euro. Und ich finde sie wirklich schön. Also ihr habt das ja jetzt hoffentlich auf den Fotos gesehen. Das ist so ein richtig schöner Schimmer und ja, stehe ich total drauf. Ja, wie gesagt, ich habe die beiden Sachen von Cambry und super zufrieden. Ich glaube, die waren innerhalb von 2 Tagen schon da, die Sachen. Und da kann man sich wirklich nicht beschweren. Ja, wie gesagt, ich wollte euch einfach nur mal kurz meine neuen Errungenschaften zeigen. Ich bin am Überlegen, ob ich mir die Galaxy Chic Palette von BH Cosmetics noch bestelle. Ich weiß es noch nicht genau. Sie ist eigentlich schon in meinem Einkaufswagen, aber die kostet 15,95. Ich kann sie euch versuchen nochmal einzublenden. Und die Frage ist eben... Naja, also die Frage nach, brauche ich das, brauche ich mir überhaupt nicht stellen, ich weiß, aber... Sie ist so schön. Naja, wir gucken einfach mal. Auf jeden Fall habe ich jetzt diese beiden Schmuckstücke schon. Und davon hatte ich davor noch gar nicht gehört. Ich habe auch mit der Lisa drüber gesprochen. Die kannte das auch nicht. Und sie ist ja auch die Glow-Fanatikerin. Ja, guckt euch die auf jeden Fall mal an. Die gibt es noch in Bronze Baby, heißt das, glaube ich. Das ist ein bisschen bronzener, nicht so ganz peachy. Und dann noch in Gold Digger. Und ich glaube, das ist ein bisschen dunkler, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja, ich habe Peach Shimmer und große Liebe jetzt schon. Ich kann es kaum erwarten, das alles auszuprobieren. Ich habe heute mich damit noch nicht geschminkt, einfach weil ich das noch nicht antatschen wollte, bevor ich es euch gezeigt habe. Und ja, morgen dann. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns ganz bald wieder. Und ja, wenn ihr Erfahrungen mit der Galaxy Chic Palette von BH Cosmetics habt, dann doch bitte, bitte in die Kommentare. Brauche ich die Palette? Brauche ich sie nicht? Würde mich über Hilfe sehr freuen und wir sehen uns ganz bald wieder und bis dann. Tschüss!